Das ist der Timmy, der Poldi, der verschnupfte Hupsi, die scheue Susi, Morle, Hans und der blinde Theo. Die mussten sie, weil sie so entzündet waren, mussten sie die Augen entfernen, damit er überhaupt eine Überlebenschance hat. Ina Soupé beherbergt 7 Katzen in ihrem Häuschen in Lauingen. Obwohl es eigentlich gar nicht ihre sind. Nein. Bis auf eine sind keine unsere Katzen. Alles Findelkinder. Zugelaufen. Zum Glück hat sie den Garten vor der Stadt. Da wohnen noch mal 10. Alle hat sie auf eigene Kosten entwurmt, geimpft, kastriert. Das war der, der einfach unter meinem Hund saß. Letztes Jahr, als Kleiner. Weißt schon, wie wenn wir jetzt hier stehen und dann komme ich da zurück, dann hat der plötzlich 2 Katzen unter seinem Bauch. Ina will sie nicht ihrem Schicksal überlassen. Woher die alle kommen, wer weiß das schon. So ist das mit den Katzen. Unkastriert vermehren sie sich. 300.000 herrenlose Katzen soll es in Bayern geben. Und die Tierheime sind voll. Rein rechnerisch bekommt eine Katze in 10 Jahren 200 Millionen Kinder und Kindeskinder. Und das ist ein Problem. Millionen Vögel werden jährlich Opfer von Katzen. Und nicht nur die. Feldhasen oder auch Feldhühner, die eben Nachwuchs haben, Fasanengelege werden dann von den Katzen nach und nach ausgeräumt. Martin Wirth ist Jäger. In der Nähe von Inas Garten hat er seinen Hof. Auch er hat sich vieler fremder Katzen angenommen, alle geimpft, entwurmt und natürlich kastriert. Und 2-mal am Tag eine Mahlzeit. Damit die gar nicht den Bedarf haben, Wildtiere zu jagen oder sich ihre Nahrung aus dem Wald zu holen. Ina und Andrea finden die Katzen mit Würmern, Durchfall, Schnupfen, schweren Unfallverletzungen. Manche können sie nur noch einschläfern lassen. Und für alles zahlen sie die Tierarztkosten. Das ist einfach traurig und ich möchte einfach jetzt, dass es besser wird. Also es geht mir ziemlich an Substanz langsam. Dass man sie dann halt verhungern lässt, finde ich jetzt auch nicht die gerechte Lösung. Oder vergiften. Und bei ihr und ihren Nachbarinnen wurden schon einige Katzen vergiftet. Die hat schon 2-mal Gift erwischt und dann hat sie halt aus allen Poren geblutet. Von der Nachbarin da drüben, 3 glaube ich insgesamt, und von meiner übernächsten Nachbarin da auch noch mal 4. Und jetzt fehlt schon wieder eine Katze. Mo! Die Sorge, irgendjemand hier will das Katzenproblem mit Gift lösen. Hast du den Mo gesehen? Kein Mo. Doch auch bei Steffi Bjükçulak wurden erst vor ein paar Tagen Katzen vergiftet. Sie befürchtet, dass es kein Versehen war. Ja. Dann sind sie eigentlich kläglich verreckt, kann man wirklich so sagen. Manche haben auch so ausgesehen, wie wenn sie auch eine draufgelegt hätten, weil ihnen die Katzen wahrscheinlich in den Garten viel nein machen und die alle da hinten ihr Gemüse anpflanzen und was weiß ich, und dann wollen sie es halt nicht. Früher machte man mit Katzen oft kurzen Prozess. Schon die Jungen wurden erschlagen oder ertränkt. Ich finde das so grausam und in der heutigen Zeit müsste man so weit sein, dass jeder weiß, wenn man die Katze kastriert, dann kommt es erst gar nicht so weit. Tatsächlich könnte das Landratsamt anordnen, dass in einem bestimmten Gebiet alle Freigängerkatzen kastriert werden müssen, um die Population einzudämmen. Nur wurde das Problem bisher nicht offiziell gemeldet. Das Problem muss halt ein tierschutzrechtliches Problem sein, sprich durch eine hohe Populationsdichte an jetzt hier freilebende Katzen beispielsweise, kommt es dazu, dass bei diesen Katzen halt Leiden, Schmerzen, Krankheiten vorkommen. Dass hier Tiere leiden, ist zwar bekannt, aber Aufwand und Kosten für entsprechende Kontrollen sind erheblich. In Bayern werden solche Verordnungen selten verhängt. Dabei könnte eine Pflicht helfen, die wenigen schwarzen Schafe unter den Katzenhaltern zur Vernunft zu bringen. Wenn wir jetzt hier unsere Klientel anschauen, dann würde ich sagen, dass sicherlich über 95% aller Freigänger kastriert sind. Die übrigen 5% sorgen dann für die wilde Katzenpopulation. Katzen, die keine Besitzer haben. Nur Kümmerer, an denen eben alles hängen bleibt. Wir haben halt immer so im Jahr so um die 1.000 Euro hergenommen und haben dann die Katzen kastriert. Und es geht einfach nicht mehr. Und es waren auch immer mehr.
Andrea hat im Rathaus schon um Finanzierungshilfe gebeten, doch die Stadt ist knapp bei Kasse. Eine rechtliche Grundlage gibt es dafür auch nicht. Da muss auch auf der Ebene noch mal was passieren, dass sich da die Gesetze ein wenig ändern, dass da auch die Kommunen vielleicht ein bisschen mehr unterstützen können. Immerhin eine gute Nachricht gibt es. Das ist übrigens der Mo und jetzt ist er wieder da. Der vermisste Kater ist zurück, doch nicht vergiftet. Und Ina, Andrea und Co. machen weiter im Kampf gegen die wilde Katzenvermehrung. Irgendwer muss es ja tun.